So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashData und heute bringe ich euch mein erstes Übersichtsvideo zu den Bodenfahrzeugen in Battlefield 1, also den Panzern zum Großteil. Da gibt es nämlich drei verschiedene zur Auswahl, einen leichten und schweren sowie das Landschiff. Generell kann man diese Fahrzeuge auch anpassen, dazu gehört die Bewaffnung, Ausrüstung und manchmal sogar verschiedene Passagierkonfigurationen. Diese Anpassungsmöglichkeiten waren bisher leider noch nicht im Spiel, aber die Fahrzeuge hatten natürlich trotzdem eine voreingestellte Ausrüstung dabei und dazu kommen wir jetzt. Fangen wir mal mit dem leichten Panzer an. In echt wäre das, glaube ich, ein Renault FT und er hätte sogar zwei Sitzplätze, aber im Spiel hat er nur einen. Das heißt, wer der Fahrer ist, ist auch der Gunner sozusagen. Als Hauptbewaffnung hat dieser Panzer die Kanone, die gegen Fahrzeuge und Häuser sehr effektiv sein kann. Alternativ hat man aber auch die Schrotflintenmunition, die wiederum besonders gut gegen Infanterie ist. Allerdings dauert das Nachladen zu einer anderen Munitionsart immer etwas Zeit. Das ist so, als würde man eben normalerweise nachladen. Das heißt, im direkten Kampf einfach mal auf die Schrotflintenmunition wechseln, um direkt weiterzuschießen, geht leider nicht. Es dauert also ein paar Sekunden. Jeder Panzer hat auch zwei Fähigkeiten und der kleine, der hat in dem Fall das Giftgas und den Medikit Drop. Das mit dem Medikit, das wusste ich nicht, diese Info stammt nämlich vom Lost, der hat das sogar im Gameplay irgendwo, ich versuche es im Hintergrund zu zeigen, aber wenn nicht, seid gewiss, das hat der Lost gesagt, das muss stimmen. Man sieht also auch schon so ein bisschen an der Ausrüstung, besonders an den Fähigkeiten dieses Panzers, dass er wohl für die Stadtkarten oder die Stadtbereiche einer Karte gebaut ist. Da funktioniert er nämlich am besten. Und das ist natürlich nicht nur, weil er Giftgas zur eigenen Verteidigung freisetzen kann oder den Verbündeten etwas Heilung hinschmeißen kann, sondern auch dadurch, dass er nicht besonders groß ist. Er ist auch nicht sehr schnell, hat nicht die beste Panzerung, aber er ist klein und relativ wendig verglichen zu den anderen. Kommen wir mal zu den anderen angesprochenen Panzern. Da hätten wir zum Beispiel noch das Landship. In echt wäre das wohl der MK5 und er bietet drei Sitzplätze. Einen Fahrersitzplatz und zwei Gunnersitzplätze. Sehr interessant bei diesem Panzer ist, dass der Fahrer nur ein MG hat. Die Gunner hingegen, die auf der linken und rechten Seite des Panzers positioniert sind, haben allerdings eine dicke Kanone und auch hier wieder die alternative Schrotflintenmunition zur Auswahl. Dieser Panzer ist also nur zu empfehlen, wenn man auch zwei Gunner oder mindestens einen anderen Gunner dabei hat. Ich habe es auch alleine probiert, aber das war nicht so toll, weil in dem Moment, wenn ich jetzt natürlich auf den Gunner-Sitzplatz wechsle, bleibt der Panzer stehen und das war auch in dieser Situation mein Tod. Wenn man den Panzer also mit zwei Gunnern und einem Fahrer besetzen kann, ist er wirklich tödlich. Wie schon davor erwähnt, hat natürlich jeder Panzer zwei Fähigkeiten und deshalb hat auch das Landship zwei davon. Die erste ist in diesem Fall der Munitionsdrop und die zweite ist der Medikit Drop. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher, ob das mit den Fähigkeiten stimmt, denn in meinem Test ist einfach gar nichts passiert. Das heißt, es kam kein Medikit oder so aus dem Panzer rausgedroppt. Und von dem her ist es nur eine Vermutung. Da man die Panzer aber später sowieso anpassen kann, was ihre Ausrüstung angeht, wird es wohl also auch möglich sein, mit dem großen Panzer Medic zu droppen oder eben auch andere Sachen zu machen, die wir bisher aber leider noch nicht kennen. Währenddem der leichte Panzer noch sehr, sehr schön in der Stadt zu fahren war, ist das Landship wirklich nicht mehr für solch kleine Bereiche zu empfehlen. Man kann gerne außen rumfahren und versuchen, das, was in der Stadt ist, irgendwie anzugreifen, aber man sollte sich nicht allzu sehr ins Getümmel werfen, denn es kann super schnell passieren, dass da mal ein paar Gegner aus den Häusern kommen. Und gerade weil das Landship so breit und auch so lang ist, funktioniert es eben nur sehr mangelhaft, würde ich sagen. Außerdem ist das Fahrzeug wohl wirklich eher für den Einsatz gegen andere Fahrzeuge gedacht, deshalb hat man ja auch zwei starke Kanonen dafür. Das MG des Fahrers kann übrigens nicht nachmunitioniert werden, das braucht man aber auch nicht, denn man hat unendlich Munition, allerdings kann es überhitzen. Schauen wir uns doch mal den schweren Panzer an. In echt ist das, soweit ich weiß, der A7V und naja, optisch sieht er jetzt nicht besonders schön aus. Er erinnert mich immer an so einen Toaster, aber das macht auch nichts, denn dieser Toaster ist wirklich stark. Im schweren Panzer finden nämlich bis zu 6 Spieler ihren Platz. Ein Fahrer und 5 Gunner. Die Fahrerbewaffnung ist in dem Fall die Kanone, die auch gegen Fahrzeuge und Häuser zu verwenden ist. Alternativ kann der Fahrer aber auch die Schrotflintenmunition verwenden. Die Gunner haben hingegen nur ein schwaches MG, das selbstverständlich nur gegen leichte Panzerung oder Infanteriespieler effektiv ist.
Beim schweren Panzer ist es noch viel wichtiger, Besatzung dabei zu haben, dadurch, dass der wirklich extrem träge ist. Das heißt, man kann sich sehr schwer nur umdrehen. Und, viel wichtiger, dadurch, dass man seinen Geschützturm nicht um 360 Grad drehen kann. Das heißt, man muss sich tatsächlich umdrehen, also das eigentliche Fahrzeug, um nach hinten sehen zu können. Und das ist natürlich wirklich nicht praktisch. Und man sollte dementsprechend immer ein paar Gunner dabei haben, zumindest einen hinten, damit man gegen mögliche TNT-Runner irgendwie geschützt ist. Die beiden Fähigkeiten, die dieser Panzer hat, sind Minen und Rauch. Das heißt, er kann einfach ein paar Minen während der Fahrt runterwerfen. Und wenn man wirklich im Getümmel feststecken sollte und schnell raus muss, kann man ein bisschen Rauch werfen und hoffentlich die Sicht zu den Gegnern versperren, damit man möglichst gut wegkommt. Aber auch hier ist es wichtig, dass man nicht einfach stumpf reinfährt, denn sonst passiert genau sowas. Ich muss auch nochmal so ein bisschen was Allgemeines zur Munitionsmechanik sagen. Ich habe es vorhin angesprochen, MGs müssen nicht nachgeladen werden, sondern überhitzen nur. Die Kanonen, die man als Panzerfahrer oft hatte oder beim Landship auch als Gunner, die müssen natürlich nachgeladen werden. Das heißt jetzt nicht, dass man zurück zur Basis fahren muss und da neue Munition besorgen muss. Das ist es nicht. Unten rechts hat man aber die Anzeige. Da steht dann eben die Anzahl der übrig bleibenden Munition. Und jede Aufladung dauert eben entsprechend lange. Das heißt, man muss darauf achten, aber eine erweiterte Mechanik wie in BF4 mit dem Munitionspool gibt es hier nicht. Das gepanzerte Auto ist natürlich kein Panzer mehr, aber es ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels, denn nicht immer bekommt man einen Panzer und dann muss man zu solch einem gepanzerten Auto greifen, denn die stehen meistens einfach rum, an den Flaggenspawns zum Beispiel, und damit kommt man auf jeden Fall schneller und geschützter von A nach B. Es bietet 5 Sitzplätze, also einen Fahrer und einen Hauptgeschützturm, und bei den anderen 3 bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, aber ich glaube, die können auch schießen. Ansonsten gibt es aber keine Fähigkeiten und der Einsatz dieses Fahrzeuges liegt wirklich nur im Transport- und Infanteriekampf. Der Infanteriekampf ist aber wirklich sehr gut und einfach zu bewältigen, denn das Hauptgeschütz, das oben in der Mitte ist, ist tatsächlich ein Geschützturm. Den kann man also um 360 Grad drehen. Das macht das also wirklich sehr einfach. Gegen andere Panzer hat man natürlich keine Chance und nach einem Treffer ist man zwar noch nicht direkt tot, aber das Fahrzeug ist fahrunfähig. Das heißt, nach einem Treffer muss man wohl aussteigen und entweder reparieren oder schnell wegrennen. An sich ist das gepanzerte Auto aber echt praktisch, weil es eins der schnellsten Bodenfahrzeuge ist. Noch schneller ist eigentlich nur das Motorrad mit Beiwagen. Da passen jetzt 2 Leute nur noch rein, also ein Fahrer und ein Beifahrer. Auch die Fähigkeiten sind eigentlich nicht vorhanden und der Einsatz liegt nur im Transport. Die Motorräder mit Beiwagen haben wir jetzt zwar leider noch nicht im Gameplay gesehen, aber die kennen wir bereits aus den Trailern. Und was wir auch aus den Trailern kennen, sind die Pferde, die mittlerweile auch für den Mehrspieler- und Einzelspieler-Modus bestätigt sind, aber auch hier haben wir leider noch kein Gameplay dazu. Auch wenn ich jetzt leider kein Gameplay zu den letzten beiden Sachen hatte, habe ich aber hoffentlich dann doch einige Sachen sehr gut veranschaulichen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich deshalb sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.